und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Die nächsten Videos werden das Thema Flohmarkt beinhalten und ich fange an, heute in dem Video über quasi die Ausstattung zu reden, was ich denn so alles auf dem Flohmarkt mitnehme, quasi eine Checklist von den Sachen, bei denen ich immer denke, das ist wichtig oder man könnte sie gebrauchen oder ich habe sie schon gebraucht und habe gemerkt, oh, das muss ich beim nächsten Mal mitnehmen. Ich habe früher regelmäßig Flohmarkt gemacht. Als ich noch in der Ausbildung bin, bin ich jeden Monat auf dem Flohmarkt, für mir ein bisschen Taschengeld nebenbei zu verdienen und bin lange, lange Zeit viel auf den Flohmarkt gegangen, dann gar nicht mehr und möchte jetzt noch einmal gehen und dachte, da könnte man doch auch Videos dazu machen und vielleicht für den einen oder anderen, die noch nie auf dem Flohmarkt waren, aber sich das schon mal überlegt haben, das zu machen, mit gebrauchten Gegenständen noch ein bisschen Kleingeld zu verdienen und die Bude leer zu räumen, dann seid ihr jetzt hier genau richtig, wenn ihr nämlich noch nie wart und wissen wollt, was ich persönlich als sehr sinnvoll empfinde und immer mitnehme. Ich habe das Ganze unterteilt in Kategorien und zum allerersten habe ich den Punkt Verpflegung aufgeschrieben, weil ja, es gibt auf jedem Flohmarkt so Fressbutchen oder sonst irgendwas und jeder Euro ist hart erkämpft auf dem Flohmarkt, wirklich. Und es ist, finde ich persönlich, jetzt totaler Schwachsinn einfach, sich dann eine Wurst für 3-4 Euro zu kaufen und noch ein Getränk für 3 Euro oder so. Und dann seid ihr ruckizucki nämlich mal fast einen Zehner wieder los für Essen. Das müsst ihr erstmal wieder reinbekommen. Deswegen ist mein erster Punkt Verpflegung. Ich mache mir immer, immer, immer belegte Brötchen, nehme noch ein bisschen Süßkram mit, genauso wie ich Getränke mitnehme. Dann kommt es immer noch drauf an, haben wir Herbst, Winter oder Sommer. Und da nehme ich dann ab Herbst immer ganz gerne Kaffee mit. Ich nehme gerne Tee mit. Die Geräusche im Hintergrund bekannt, mein Hund. Und was auch ganz witzig immer ist und von innen wärmt und noch für ein bisschen Spaß sorgt, ist, wenn es wirklich kalt ist im Januar oder so, eine Thermoskanne mit Glühwein. Dafür nehme ich dann auch immer noch eine Mülltüte mit. Weil man ist nicht immer direkt neben einem Mülleimer, man hat nicht immer das Glück und da kann man alles schön sammeln und wenn man dann später wieder geht, kann man einfach seine Mülltüte in die Tonne werfen und alles auf einmal entsorgen. Dann habe ich den Punkt Ausstattung und da nehme ich persönlich immer einen Tapeziertisch mit, das sind 3 Meter die Länge. Und das ist so dieses typische Standmaß. Ein Stand wird immer nach Metern berechnet. Wir hier bei uns in Homburg im Saarland ist relativ günstig. Also ich war auch schon bei uns in Saarbrücken auf dem Flohmarkt. Da kostet der Meter doppelt so viel. Also wir sind echt günstig. Der Meter kostet 6 Euro. Und bei einem Tapeziertisch sind es dann 18 Euro Standgebühr. Dann nehme ich mir immer noch 2 zusätzliche Tische mit, die ich dann so rechts und links dran stelle, quasi, dass mein Stand in U-Form ist. Ich nehme eine oder mehrere Tischdecken mit, denn sind wir mal ehrlich, das sieht einfach besser aus und an einem schönen Stand geht man lieber einkaufen als an einem nicht so schönen Stand. Und es ist wie bei allem, das Auge isst mit oder das Auge kauft mit und deswegen versuche ich persönlich meinen Stand immer so gepflegt und ordentlich zu halten, wie es geht. Deswegen nehme ich immer Tischdecken mit. Dann natürlich einen Stuhl als Sitzgelegenheit, ist ganz klar, weil man ist ja doch schon ein paar Stunden dort. Ich empfehle euch aber immer nicht nur auf dem Stuhl zu sitzen, sondern doch eher mehr auch zu stehen und immer so ein bisschen um Stand rumzugehen, mal da zu kruschen, da aufzuräumen. Das hat ein ganz anderes Bild, einfach auch auf die Käufer, die an eurem Stand vorbeilaufen. Das ist offener, das ist freundlicher, das ist einladender, als wenn da irgendwie nur jemand ganz grimmig auf seinem Stuhl hinter seinem Tisch, hinter seinem vollgepackten Tisch sitzt und man den eventuell gar nicht mal so richtig wahrnimmt. Genau. Dann habe ich eine Kleiderstange dabei und zwar eine ziemlich große, stabile. Das ist so ein ausklappbares Ding mit so A-Dingern, also an den Seiten so wirklich stabil. Da kann man auch im Winter mal Pullover und Jacken und so drauf hängen. Der bricht nicht gleich zusammen. Ist ein Mordsteil, aber auch das spart euch einen Haufen Platz einfach. Und es ist viel einfacher durchzugucken, weil, sehen wir mal ehrlich, so Wühltische mit Klamotten ist total ätzend, ne? Also
ich habe da schon immer keinen Bock, irgendwie die ganzen Stapel durchzumachen. Dann hast du das Gefühl, du machst dem Verkäufer alles unordentlich und du weißt nicht so richtig, wohin mit. Und ja, deswegen Kleiderstange, das Ganze spart Platz für andere Sachen auf dem Tisch, erleichtert das Durchgucken für die Käufer und ja, es ist einfach ordentlich. Zumal man auch die Sachen nach Größen dann sogar noch schön sortieren kann. Vielleicht noch mit Schildchen oben drauf, was weiß ich, SML oder so. Und dafür benötigt ihr natürlich dann auch noch Kleiderbügel, auf die ihr eure Sachen aufhängt. Ich habe immer einen Spiegel dabei, weil manche Leute probieren gerne Sachen an oder gucken, ob die Ohrringe einem stehen oder was auch immer. Und deswegen empfiehlt sich immer, einen Spiegel mitzuholen. Das gibt dem Käufer nochmal die Sicherheit, umzugucken, steht mir das oder steht mir das nicht. Klar, mittlerweile, man kann auch mit der Frontkamera mit dem Handy mal, ne? Aber ein Spiegel ist einfach ein Spiegel und das ist auch immer nochmal so ein kleiner Pluspunkt, was immer gut bei den Käufern ankommt. Ich habe immer noch viele kleine Boxen dabei, so ja, Glossybox-mäßig oder so, wo ich dann so Kleinkram reinmache oder Schmuck oder Schminke, dass das nicht alles so auf dem Tisch rumliegt, weil auch das nimmt furchtbar viel Platz weg. Und auch an die Ränder von den Kistchen könnt ihr dann zum Beispiel noch so Ohrringe, Hänger oder was hinhängen. Und auch das sieht gut aus, spart Platz und gibt dem Ganzen nochmal so eine organisierte Struktur. Das Allerwichtigste, denke ich, ist wirklich auch Wechselgeld. Ihr müsst gucken, dass ihr genug Kleingeld dabei habt, weil die Leute kommen mit Scheinen und wenn ihr dann nicht rausgeben könnt, dann ist es halt richtig dumm, weil dann seid ihr gegebenenfalls sogar, ja, entweder kaufen sie es nicht, sie müssen es erst wechseln, das ist einem dann schon wieder zu viel Aufwand, oder ihr müsst vielleicht sogar einfach mit dem Preis runtergehen, weil es einfach vom Geld her nicht geht, weil ihr nicht rausgeben könnt oder so. Das ist ziemlich dumm und deswegen immer gucken, dass man genügend Kleingeld dabei hat, am besten nur mit Kleingeld hin. Ich habe immer noch so einen Fünfer dabei, falls jemand mit einem Fuffi oder so kommt, gibt es auch tatsächlich. Und ja, dann ist man eigentlich immer ganz gut gewappnet. Dann habe ich immer noch ein Pavillon dabei und so ein ausklappbares. Das ist super praktisch zu jeder Jahreszeit und zu jeder Witterung. Im Sommer spendet es euch Schatten. Ihr verbrennt nicht. Ihr müsst dann auch nicht zwingend einen Sonnenschutz oder so mitnehmen. Habe ich mir nämlich auch schon richtig die Waffe verbrannt im Sommer. Und ja, wenn es halt eben kühl ist und das Wetter nicht so gut ist und dann sollte es eventuell mal regnen, seid ihr doch auch ein bisschen geschützt. Ich nehme dann immer noch eine Abdeckplane mit, wo ich rundherum mit so Klammern festmachen kann, dass es mir auch nicht von der Seite rein regnet oder wenn es super windig ist zum Beispiel, ich die ganze Zeit Durchzug habe. Und das Pavillon ist ganz praktisch, weil es ist ja so ein ausklappbares und dann könnt ihr daneben auch noch so ein paar Sachen hinhängen, ob das Windspiele sind, ob das Lichterketten sind, ob das Klamotten auf dem Kleiderbügel sind, ist völlig egal. Aber auch der Platz kann genutzt werden. Und was auch irrsinnig immer gut ankommt und immer gut Kunden anzieht, ist eine Kiste mit Sachen zu verschenken. Weil, ja, wo es was zu verschenken gibt, da gehen die meisten hin. Und es gibt natürlich unverschämte Leute, die dann wirklich nur aus der Kiste Sachen rausholen. Aber es ist halt auch eben so, dass die Leute, die dann am Stand sind und gucken, das eine oder andere vielleicht dann auch noch mitkaufen. Und was auch noch cool ist, ist so eine Box mit so ein paar Süßigkeiten oder so Sachen drin. Oder mit Kosmetikproben, wer kennt's, Kosmetikproben in jeder Zeitschrift, beim Einkauf, beim Douglas, wo auch immer. Man hat so viele Sachen, die man eigentlich nie braucht. Und das ist der perfekte Ort, für die Sachen loszuwerden und die Käufer noch glücklich zu machen, dass sie vielleicht beim nächsten Mal wiederkommen. Denn wenn sie nämlich was bei euch kaufen und dann haltet ihr eben die Box oder das Glas mit Süßigkeiten oder Proben oder was auch immer hin und dann dürfen sie sich dann was aussuchen. Kommt mega an. Jeder freut sich. Ihr seid die Sachen los und die Leute haben einfach das Gefühl, wow, cool, jetzt bin ich noch für meinen Kauf belohnt worden. Dann habe ich die Kategorie Krimskrams. Unter der habe ich solche Sachen stehen wie Klebestreifen, Schnur, Schere, Zettel und Stift. Ich schreibe mir persönlich immer auf, was ich verkaufe, dass ich einen Überblick auch habe. Eine Taschenlampe, wenn ihr aufbaut, wenn es noch dunkel ist. Feuerzeug und Teelichter, vor allem wenn ihr Deko-Sachen auch habt, so Windlichter oder irgendwas, wenn es dann noch dunkel ist. Gerade im Herbst, Winter ist ja länger dunkel. Und dann sieht man auch, wie schön die Sachen eigentlich aussehen, wenn wirklich auch ein Teelicht drin ist. Und hat auch noch den Vorteil, ihr könnt euch auch noch die Hände so ein bisschen wärmen. Aber dazu habe ich dann mir auch noch aufgeschrieben, Handwärmer, so diese Knickhandwärmer, die sind immer ganz praktisch. Und Decke nehme ich immer noch mit, wenn es morgens noch recht kühl ist. Und dann sitzt man da, hat aufgebaut, frühstückt erstmal und dann kann man sich um die Beine noch eine Decke wickeln.
Dann habe ich noch die Kategorie Extras und die finde ich persönlich sehr wichtig. Die hat jetzt nicht viel, aber da habe ich mir aufgeschrieben Tüten. Ich habe mir aufgeschrieben Schmuckboxen und Schmucktüten, weil sehr viele Leute gehen wirklich auf den Flohmarkt ohne irgendwas und dann kaufen sie Sachen und wissen nicht wohin. Und die Leute freuen sich, glaubt mir, die freuen sich unheimlich, wenn ihr sagt, wollt ihr noch eine Tüte dazu? Brauchst noch eine Tüte? Guck mal, hier habe ich jeder. Es gibt so viele Tüten, statt dass man sie wegwirft oder sonst was, kann man sie hier echt super dafür verwenden und auch solche Boxen oder kleinen Tütchen, wo man dann als mal Schmuck kauft, kann man dann so Ohrringe, Ringe, Kettchen reinmachen, dass die Leute das dann nicht verlieren. Und dann habe ich natürlich noch die Kleidung und auch die ist super wichtig. Geht da nach dem Zwiebelprinzip. Lieber habt ihr zu viel als zu wenig an, denn wenn ihr richtig kalt habt und dann ist das super ätzend, weil das schlägt komplett aufs Gemüt. Und ja, Zwiebelprinzip, also Top, Langarmshirt, Pullover, Jacke, keine Ahnung. Dann habe ich genau dasselbe auch immer untenrum. Ich habe mehrere Socken an in meinen Schuhen, die ich dann nach und nach dann von mir pelle, bis es dann wärmer ist. Ich habe Strumpfhose oder Leggings unter meinen normalen Hosen und so komme ich wirklich super durch den Tag. Kann mich zu jeder Gradzahl quasi, zu jeder Wetterlage wieder passend anziehen, ausziehen und habe da gar keinen Stress mit. Dann habe ich keine normale Kasse mehr. Ich habe eine Bauchtasche mir gekauft, irgendwann mal vor 1000 Jahren im Taco oder so für 3 Euro, weil ihr habt dann euer Bargeld immer bei euch. Euch kann die Kasse nicht geklaut werden und auch wenn ihr mal aufs Klo geht, ist das Geld bei euch, weil es einfach um euren Bauch ist. Das ist super wichtig. Und ganz wichtig ist ein gepflegtes Erscheinungsbild, weil ich gehe immer von mir selbst aus, wenn ich an einen Stand gehe, der schön hergerichtet ist, der dekoriert ist, der ordentlich aussieht, gucke ich mir auch immer die Käufer an, weil wenn ich mir, also die Verkäufer an, weil wenn ich als Käufer Klamotten oder so kaufen möchte, und das möchte ich jetzt nicht von jemand, der mir nicht so gepflegt rüberkommt, wenn ihr wisst, wie ich meine. Also guckt, dass ihr ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild habt. Früher dachte ich immer, ja, wenn du so ein bisschen verrobt aussiehst, dann haben die Leute Mitleid und dann kaufen sie vielleicht was. Totaler Bullshit, also das dachte ich so mit 18. Es ist wichtig, dass ihr genauso gut aussieht, wie die Sachen, die ihr verkaufen möchtet. Ihr repräsentiert euren Stand und deswegen ist es wichtig, dass ihr auf dem Flohmarkt, auch wenn ihr den ganzen Tag nur gammelt, genauso gut und gepflegt rumläuft, als wenn ihr euren normalen Alltag einfach meistert, weil das super, super wichtig ist. Und wie gesagt, das reflektiert eure Sachen. Ihr seid das Aushängeschild von eurem Stand. Das sind jetzt so die Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich wirklich immer mitnehme, die ich super wichtig finde. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich vielleicht irgendwas vergessen habe oder ob ich an was nicht gedacht habe oder ob euch noch irgendwas Cooles einfällt, was ich nicht aufgeschrieben habe. Genau, als nächstes folgt ein Video, in dem wir zusammen meine Flohmarktsachen packen, denn auch das ist super wichtig. Man kann nicht einfach immer alles mitnehmen. Man muss auch immer nach der Saison gehen. Das machen wir dann zusammen. Und natürlich vlogge oder versuche ich auch den Flohmarkt selbst zu vloggen, auf den ich gehe am Samstag, also am 5. November gehe ich auf den Flohmarkt. Da habe ich mir extra Urlaub geholt. Und dann machen wir auch den Kassensturz zusammen. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eine schöne Zeit und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!